Eine Waffe! Unglaublich! So ein Scheißpech. Das ist echt die Arschkarte. Willkommen in der Garage. Moin, heute schauen wir uns mal zusammen Battle Royale in Fortnite an, was überraschenderweise Free-to-Play gegangen ist. Fortnite ist von Epic, das sind die Entwickler der Unreal Engine. Diese Engine benutzen viele Spiele, unter anderem eben auch PlayerUnknown's Battlegrounds. Wir sind in der Lobby und drücken mal direkt auf Spielen. Also wie bei anderen Spielen dieser Art gibt es eine kleine Aufwärmphase. Man startet immer mit so einer Pickaxe und kann sich damit durch Gebäude hacken. Na, bei dem geht's offenbar nicht. Also es geht los, wir sind im Battle Bus und müssen jetzt hier über der Insel abspringen. So ähnlich wie das Flugzeug, wie man es kennt aus PlayerUnknown's. Ich will auf jeden Fall auf dem Haus landen. Auch hier zündet der Fallschirm automatisch. Wäre ja schön, wenn ich der Einzige hier auf diesem Gebäude wäre. Okay, und wir wollen uns mal da reinballern. Da bin ich. Oh, shit. Ich hätte gedacht, ich bin eher auf dem Dachboden. Ja, da bin ich wohl einmal durchgefallen. Ah, hier sind Sachen. Nur Munition ist leider nicht so hilfreich. Hab ihn! Haha, mein erstes Match gewonnen. Einfach ein Hackenkampf. Oh, aber das ist leider noch einer und dem geht's sicherlich besser. Ja, schade. Im Bus geht die Party ab, zweiter Versuch. So, ich hoffe, es sind nicht zu viele mit mir in der Gegend, dass ich mir zumindest mal eine Waffe schnappen kann. Da haben wir eine Schrotflinte, das ist doch schon mal nett. Sie ist weiß, das heißt, dass es eine ganz normale, keine tolle Schrotflinte ist. Mal sehen, ob wir noch was Besseres finden. Medikit, das ist schon mal super, dann können wir uns heilen. Hier ist ein Fahrzeug, aber das können wir nicht benutzen. Eine Schrotflinte ist für die Distanz natürlich auch nicht so prima. Gucken wir uns doch mal dieses idyllische Farmhaus hier an. Das Schöne ist ja, man kann mit der Spitzhacke Material abbauen, was man dann wiederum als Deckung benutzen kann. In dem Fall jetzt nur Holz. Mal sehen, wie es mit Stein ist. Geht auch. So, man kann mit der rechten Maustaste durchs Material schalten und dann hier einfach schnell bauen mit Linksklick. Ich setze mal den Marker in die Mitte. Ich fühle mich etwas unterausgerüstet. Das gute alte Problem solcher Spiele hat dieses Spiel natürlich auch. Es kann einfach mal sein, dass man Ewigkeiten durch die Gegend läuft und es passiert einfach nichts. So, hier wird der Bereich wieder kleiner. Das sieht man dann auch auf der Karte. Also irgendwann trifft man natürlich zwangsläufig Leute. Oh, da hinten wird geschossen, da hinten sind Explosionen. Ich habe leider keine Waffe, die auf großer Distanz funktioniert. Das ist schon schlecht. Aber die inzwischen. Versuche näher ranzukommen mit meiner Schrotflinte. Hat nicht geklappt. Auf ein neues, diesmal ist es Abend. Hier sieht man sehr viel am Anfang abspringen. Ich glaube, ich lasse mir diesmal etwas Zeit. Den Kerl da sollte ich beobachten. Und noch einer. Eieiei. Und ich dachte, ich wäre hier allein. Naja. Oh ja, die mit Waffen sind immer schneller. Keine Waffe. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Scheißpech. Eine Waffe. Unglaublich. Sie ist immerhin auch direkt blau. Ist ein Scharfschützengewehr. Eine automatische Waffe, wenn ich das richtig sehe. Medikit. Ich höre jemanden. Es war eine Schrotflinte. Okay, auch gut. Auf jeden Fall haben wir Zeug. Das Schöne ist, man sieht auf der Karte direkt, wo man hin muss, automatisch, ohne einen Wegpunkt zu setzen. Oh, da hinten ist einer. Zwar getroffen, aber noch nicht oft genug. Der ist in dem blöden Haus. Gib mir dein Zeug. Blau ist besser als grün. Medikits kann ich gebrauchen, kann ich gleich mal machen. Gedrückt halten, zum Heilen. Irgendwo ist hier noch jemand. Wo ist der Kerl? Hab dich! Ah, ich dachte schon wieder, scheiße, ich werde hier nur abgebratzt. Aber inzwischen habe ich ins Spiel gefunden. Und man muss wohl sagen, der Faktor Glück spielt dann doch auch eine ganz entscheidende Rolle, ob man am Anfang eben eine Waffe findet oder nicht. Weil wenn nicht, ist man einfach schlicht am Arsch. Da ich jetzt ja ein paar Kampfinteraktionen hatte, kann ich auch sagen, dass ich das ziemlich gut anfühlt. Man sieht die Gegner wirklich deutlich besser als in PlayerUnknown's Battlegrounds. Oh, fuck! Erwischt! So, jetzt haben wir wenigstens ein paar grüne Waffen. Das ist die zweite Kategorie. Ah, und tot.
Jo, gleich eine Waffe gefunden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Zumal ich weiß, dass hier auch andere Leute rumlaufen. Zum Beispiel der da ohne Waffe. Das ist echt die Arschkarte. Wie soll man es anders nennen? Willkommen in der Garage. Jetzt habe ich auch eine gute Scharfschützenwaffe. Sehe mal denn. So, jetzt haben wir uns mal testweise eine kleine Barrikade gebaut und währenddessen wurden wir abgeschossen. Also ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt und ich kann sagen, mir macht das Spiel persönlich mehr Spaß als PlayerUnknown's Battlegrounds. So, Waffe check. Zweite Waffe check. Opfer check. Geht doch. Man hört schon das Geräusch, hier ist eine Kiste. Oh, da ist einer. Ich sollte auch kein zu leichtes Ziel. Nochmal. Und nochmal. Stirb doch endlich. Ich glaube, ich hole ihn mir jetzt. Man braucht nicht schwimmen, man kann im Wasser gehen. Oh, da ist er. Hab ihn. Also in dem Spiel ein Scharfschützengewehr zu haben, ist nicht ganz schlecht. Hier ist noch eine Kiste. Oh. Mit dem Gerät habe ich einen ganz ordentlichen Zoom. Oh, da hinten ist einer. Im Wasser. Der wird sich freuen. Trotzdem schwer zu treffen. Man muss ein bisschen die Flugbahn beachten. Hat aber geklappt. Das Ding ist ein Monster. Und da hinten ist der nächste. Ist aber sehr weit. Extrem schwer zu treffen. So, die Wand kommt näher. Wahrscheinlich muss ich jetzt auch mal los. Es wird immer enger. Da oben ist einer. Scheiße. Oh, oh, da kommt, schießt noch jemand. Ja, da bin ich nicht gut genug. Schade, aber Platz 11 kann man nicht meckern. Ein cooles Spiel, Suchtpotenzial hoch und auch noch kostenlos für PS4, Xbox One und PC. Was will man eigentlich mehr?